Okay, machen wir so. Ich habe überhaupt kein Schlückchen mehr an Bändern. Ich bin out of Band quasi. Ich brauche mal Eisen. Das Gute ist, wir kriegen damit ein bisschen mehr von unserem Sprit weg. Was schon sehr wichtig ist. Ah, Batterien können wir bauen. Oh, Koblu, das ist ja großartig. Wusstest du, dass du, wenn du Batterien wenn du Batterien volllädst, dass du die auch vollgeladen transportieren kannst? Nee. Ja, das ist tatsächlich sau cool. Du kannst Batterien auf einem Planeten vollladen, die dann wieder abbauen, vollgeladen transportieren und irgendwo anders wieder aufbauen. Das ist sehr interessant. Ich wusste ewig nicht, dass das funktioniert, aber es ist tatsächlich so. Und extrem hilfreich. So, ich komme dann mal zu dir. Ich habe nochmal meine Taschen voll gemacht mit Titanium und dem Silizium. Mal sehe ich dich gerade mit deinem, mit Herkules 4 habe ich einen Blick. Herkules 1 sehe ich auch, ja. Du gehst gerade bei mir so, bist gerade so im Sonnenuntergang begriffen. Von mir aus gesehen. Das ist schon so eher Abendstunde. Ja, kommt hin. Ja, doch. Doch, ist nicht schlecht. Ah, jetzt habe ich die Bänder, jetzt mache ich das noch, ne? Hier, komm, zack. So. Dann brauchen wir noch ein Band, wo wir die Kristalle drauf laufen lassen. So. Noch einmal hier so. So. Dann müssen wir natürlich auch noch Wasser reinbringen. Und das Kristalle rausbringen. So. Damit sollte die Produktion hier funktionieren. Also wir produzieren jetzt organische Kristalle. Nicht besonders schnell, nicht besonders elegant, aber es funktioniert. Wir brauchen aber nicht unbegrenzt viel davon. Das ist gar nicht das Ziel von dem Ganzen, sondern es muss eigentlich nur funktionieren. Dass wir wenigstens ein bisschen Forschung herkriegen, ohne da ständig dran rumzunagen. So, und mit den organischen Kristallen können wir jetzt dann die wiederum in einen, dafür brauche ich dann Cold Blue. Die können wir dann in einem Assembler weiterverarbeiten. Okay, alles klar. Also wir gehen mit denen auch wieder ein Schlückchen weiter raus, damit wir da nirgendwo ins Gehege kommen. Und bringen die jetzt bis dahinter. Okay. Das sind wirklich absolut organischste Zwergkristalle. Die sind noch wilder. Geht schon gar nicht mehr. So. Dann kommt von der Seite ein Band weg und runter kommt ein Band wieder hin. Schauen wir mal. Die muss ungefähr bis hier hingehen. Dann schaut das auch cool aus. So. Oh Gott, das ist ewig gerade. Wir müssen unsere blaue Forschung ein bisschen drücken. Da müssen wir auch ein bisschen mehr Chips produzieren dafür. Chips. Cold Blue, bist du schon im Landeanflug? Yes. Ah, geil. Siehst du eigentlich aus dem Orbit, wo ich bin? Ah ja, ich sehe, dass du arrivest tatsächlich. Ach Quatsch, das ist ja cool. Dass der das sagt dann, dass du jetzt quasi hier angelandet bist, finde ich mega gut. Jetzt hoffe ich nur, dass das Spiel das auch aushält. Der muss laden.
Ja, okay. Dann muss ich hier erstmal die Welt nachladen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich hoffe tatsächlich, dass er nicht abstürzt. Hey Nitram, wunderschönen guten Abend, hi. Nennen wir es Multiplayer, ja. Es geht tatsächlich, aber es hat halt noch seine Tücken und Schwächen. Ist ein Mod, ein Multiplayer-Mod. Da ist Code Blue gerade. Hier, schau, da läuft er gerade. Aber das Problem an der Sache ist, wenn jetzt Code Blue gerade landet, dann kommt das Spiel nicht ganz zurecht mit dem Nachladen. Ich muss jetzt auch gucken, dass wir ein paar Sekunden lang nichts bauen und nichts machen, dass der Sync zusammen wieder ein bisschen zustande kommt. Vielleicht hilft es auch mal, wenn ich einfach das Spiel speichere. Ja, das hat auf jeden Fall was geholfen. Bist du noch drin? Ja, ich bin noch drin. Okay, also das Spiel speichern scheint wohl auch ein bisschen was zu helfen, weil gerade eben hatte ich ein paar Bugs und die sind jetzt aber weg. So. Nee, also das Einzige, was ich habe, ist eine grüne Welt mit nichts drauf. Echt? Ja, also beim... Ich gehe mal davon aus, dass man noch ein bisschen nachladen muss. Mhm. Musste ja vorhin ja auch, als ich den Planeten gewechselt habe. Ja. Okay. Was jetzt per se nicht schlimm ist, damit können wir leben. So, was wollen wir hier nochmal herstellen genau? Titaniumkristalle, genau. So, und dann geben wir hier die Titaniumkristalle wieder aus. Und das braucht noch mehr Strom. Du nur bei mir am Fliegen bist. Ich glaube, ich lock nochmal neu. Ja, ja. Dann warte ich kurz und mach gar nichts. Jetzt steht bei mir Code Blue disconnected. Ja, das ist vielleicht sollten wir das wirklich relativ regelmäßig mal machen. Ja, zumindest wenn wir den Planeten wechseln. Ja. Ich meine, bei dem anderen Planeten ging es jetzt, aber auch das lag sicherlich daran, dass der noch nicht bebaut war. Da hat es ein bisschen gedauert, aber wenn er hier einmal komplett alles neu laden will. Ja, da dauert es wahrscheinlich einfach ultra lange. Die Frage ist, wo der synkt. Also, ob der den Safe-Game von mir erst anfordert und dann nachlädt, was bis dahin noch nicht gebaut worden ist, das kann halt auch sein. Also, er hat ja gar nichts geladen gehabt. Ja. Also, wirklich nix. Ich hatte nicht mal Bäume auf der Welt gehabt. Echt nicht? Oder das Kupfer oder sowas. Ja, gut, der Planet hier ist schon ein bisschen bebaut. Jetzt nicht hart, nee, aber es ist schon ein bisschen Zeug drauf und das merkt man halt einfach. Das typische, ein Mensch kommt auf einen Planeten. Erstmal ausbeuten. Ja. Bist du drauf? Noch nicht ganz. Okay. Lode noch. Es kann sein, dass es jetzt ein Problem gibt, weil ich gespeichert hatte. Müssen wir mal gucken, ob das ein Problem darstellt. Schauen wir mal. Ganz entspannt. Ja. Hast du nicht hier auf dem Planeten auch die Produktion für die, für die Diamanten gemacht aus Graphen? Nee. So schnell war ich da noch nicht. Nee, du hast doch deine Produktion irgendwo hingedeichselt, oder? War das aber nicht für Diamanten. Ich dachte, es waren Diamanten. Das waren die Magnetic Coils oder was? Ah, ja, okay. Ja. Ich erinnere mich. Schade, das wäre wichtig. Dass wir die da oben irgendwie hinlegen. Ja, gut, aber. Wobei, haben wir die nicht hier irgendwo auch noch? Wir haben ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gerade gemacht habe, da haben wir die gerade erst erforscht. Da hatten wir das noch gar nicht. Nee, warte mal kurz. Wir haben die ja hier. Hast du das schon? Nee, so ähnlich. Wir haben hier quasi die Grundproduktion dafür. Haben wir schon da. Wir müssen die bloß nur noch weiter produzieren. Und die Diamanten werden ja quasi nur in der Schmelzeinrichtung weiterverarbeitet. Das heißt, ich könnte hier einfach ein kleines bisschen mit Foundation so eine ganz kleine Schmelzeinrichtung bauen. Dann hätten wir Diamanten auch da und dann könnten wir theoretisch sofort auf gelbe Forschung gehen. Ja, perfekt.
Also, dann wären wir halt auch relativ zeitnah raumfähig. Jetzt muss ich bloß gerade gucken, was ich eigentlich gerade holen wollte. Ich wollte irgendwas Wichtiges holen. Warum bin ich jetzt zurückgeflogen? Ach, Foundations. Huch. Ah, so. 1, 2, 3, 4. Das reichen. 4000 Bodenplatten. Könnte helfen. So. Chup, 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 chup. So, dann bauen wir dann hier einfach noch das, die Ergänzung auf. Ich wollte jetzt nicht das machen, was ich gerade getan habe. Geht das denn überhaupt noch? Oder ist das jetzt kaputt? Ne, es funktioniert noch. Kann ich den Boden auch eigentlich wieder wegmachen? Kann ich da Minus machen? Chat weiß das sicherlich. Der Chat weiß das. Stimmt, oder? Chat, wie kann ich Boden entfernen wieder? Hier so? Irgendeiner weiß das bestimmt. Das sind ja die Füchse. Soweit ich weiß nicht. Na toll. Das war jetzt nicht die erhoffte Antwort. Aber Dankeschön auf jeden Fall. So, wir legen das jetzt mal bis hier hin. Und dann brauchen wir eine Smelting Facility. Das können wir dann... da machen wir jetzt einfach gar keinen großen Aufriss da drum. Ja, dann machen wir jetzt einfach hier so zwei, drei Dingers hin. Und dann schmelzen wir das da hier ein. Und gut ist. Diamanten. Red Beer, wunderschönen guten Abend, hi. Skagi sagt, muss die Pumpe etwas versetzen? Naja, die funktioniert ja. Terraforming erforschen. Ah, okay, das könnte helfen. Ah, okay, das ist okay. Bagger hat man noch nicht erfunden. Ja, Mann, das ist nicht okay. Okay, dann gehen wir da jetzt nochmal ein bisschen raus. Und jetzt muss ich mal schauen, wie wollte ich das jetzt hier drüben aufbauen? Wahrscheinlich hier in die Verlängerung gehen. Das heißt, wir gehen mal bis ungefähr hier mit. Machen das mal so. Und ich baue jetzt mal ganz kurz hier eine kleine Zapfsäule auf, weil ich nämlich schon wieder fast out of Strom bin. Und dann können die das in aller Ruhe hier zusammen deichseln. Bekommst du auch die Meldung, dass ich dich hier joine? Nee. Ah, okay. Dann. Na dann, ich speichere nochmal ganz kurz, bevor du joinst. Ja. Okay. Jetzt kannst du nochmal probieren. Und eine Sache haben wir allerdings noch. Und zwar, ich glaube, wir sind gar nicht mal so krass weit mehr von einer grundsätzlichen Dyson-Sphäre entfernt. Ich glaube, wir sind ganz kurz davor. Eine Forschung nach der Transportforschung müsste die Dyson-Sphäre-Forschung sein. Die erste, dass wir quasi so die ersten, den Dyson-Schwarm planen können. So. Schau mal. Okay, das, so, jetzt kommen die Diamanten gerade. Jedenfalls sau schnell die Dinger. Krass, wie schnell die produziert werden. Selbst mit zwei Einrichtungen nur. So, und rein da. Ah, jetzt. Cold Blue joining the game. Okay. Perfekt. Wenn es da nicht mehr steht, Bescheid sagen. Ja, ja. Aber es scheint jetzt besser zu gehen gerade. Ja, gut. Wirkt zumindest besser. Hoffen wir mal. Ja, ich denke schon.
Dr. Wash, noch ein bisschen Geduld, was Workers angeht. Da sind wir noch ein bisschen am Schauen. Ja. Gibt noch keine genauen Informationen. Aber sobald was kommt, wird Zwerg sicherlich als direkt was posten. Ja. Sobald wir und es wahrscheinlich auch direkt spielen, so wie ich ihn kenne. Aber einfach noch ein bisschen Geduld. Ja, wenn wir es spielen, spielen wir es. Dann haben wir eine Lösung und dann läuft das schon. Momentan bin ich halt noch ein bisschen... ja. Außerdem Dyson Sphere als auch Frostpunk sind ja auch zwei ziemlich coole Spiele. Oh ja. Die haben ja auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, bis jetzt. Also wenn man jetzt, momentan zieht mich halt, ich habe halt vor dem, bin halt gerade auch voll festgesuchtet, ne? Also das kann man ja gar nicht anders sagen. Es ist gerade, also wenn man überlegt, dieser Spielstand existiert halt auch jetzt gerade keine 6 Stunden oder so. Und da ist schon, der erste Planet ist schon gezeichnet von uns. Auch wohl 7 Stunden schon. Du hast ja gestern ganz schön lang gestreamt. Oh ja, ich sag ja, wenn die Sucht einmal kickt, ne, das ist, puh. Ja. Aber 80 GB war auch ganz schön groß. Also, für die Leute, die das auf YouTube sehen, die ersten 9 Folgen waren nicht ganz so sexy, weil der Download ein bisschen sehr groß gewesen wäre mit 80 GB, die ich bei, ich glaube, 3 Mbit die Sekunde runterlade. Mhm. Also, nee, oder ja, ich weiß gar nicht. Ungefähr. Die sind auf jeden Fall ultra langsam. Und deswegen musste ich das von Twitch direkt runterladen und da geht leider ein bisschen Qualität verloren. Deswegen haben wir hier im Stream den schon einmal gecuttet, damit es jetzt auf YouTube sicherlich in 4K und richtig geil aussieht. Hauptsache. Kommen kann. Ich hab da große Hoffnung, dass es klappt und dass es schön wird. Aber ich bin mal tatsächlich gespannt. Ich meine, du joinst ja jetzt schon sehr lange, ne? Ich joine durchaus, aber ich joine jedes Mal ein bisschen länger. Ich habe meine Idee ist halt die jetzt. Was passiert, wenn du jetzt dann du joinst jetzt auf der Welt und ich bin zum Beispiel auf einem anderen Stern gerade, auf einem anderen Planeten unterwegs. Wenn dann wir auf dem Stand sind, dann könnte das halt noch länger dauern. Also ganz stabil funktioniert der Multiplayer nicht. Das muss man schon auch sagen. So richtig 100% stabil funktioniert der nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, zusammenzuspielen. Das finde ich schon. Ja, absolut. Ich weiß nicht, wie... Du machst immer die Titan, ich mach dann das Silizium. Ja. Das ist doch ziemlich cool insgesamt. Wie ist es das bei dir so vom... von der Synchronität bzw. von den Lags her? Wenn ich drin bin, habe ich keine Lags. Nichts. Okay, das ist sehr gut. Sehr gut. Du musst nur reinkommen. Ja, gut, das Reinkommen ist halt so ein Punkt, ne? So ein Moment dann einfach auch. Okay, warte mal kurz. Gelbe Forschung braucht jetzt das hier. Und die Diamanten. Das heißt, wir können hier die erste Forschungseinrichtung setzen. Ansonsten, wenn es jetzt nichts wird, ich meine, es ist ja auch schon 21.30 Uhr, würde ich mich vielleicht auch einfach verabschieden für diesen Stream. Weil meine Mutti morgen Geburtstag hat. Oh, Mama Blue hat morgen Geburtstag. Mensch, die Mutti. Die feiert heute rein. Ja, ist ja klar, und ne? Die hat mir eben schon geschrieben, dass sie inzwischen zu Hause sind. Mit ihrer Partygesellschaft. Oha. Würde ich dann sagen. Schauen wir einfach mal. Ich verabschiede mich. Genau. Und wünsche dem Chat und dir natürlich auch, lieber Herzberg, jetzt einen wunderschönen guten Abend noch. Ganz viel Spaß noch. Nee, ich bin rausgegangen. Okay, also. Gut. Das erklärt jetzt einiges. Ja, dir natürlich ebenfalls. Butterweich, ne? Butterweich, ja. Nee, dann Mutti erstmal alles Gute schon mal vorausschauend. Und, ja, feier schön, das auf jeden Fall. Geht am besten. Und wunderbar. Ich denke, wir hören uns. Perfekt. Dann eine gute Nacht, lieber Chat, lieber Zwerg und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut, Goldblut, ciao. So, und wir sind jetzt tatsächlich noch hier eine ganz kleine Kleinigkeit unterwegs.
Und zwar machen wir aktuell jetzt noch die gelbe Forschung startklar, dass wir die am Ende da hinten hinbekommen. Es wird jetzt auch noch ein bisschen tricky werden, die da irgendwie durchzufädeln. Aber das kriegen wir schon hin. Das heißt, das ist jetzt quasi die Abendaufgabe, die wir jetzt noch erfüllen hier. Die gelbe Strukturmatrix hier mit durch das System zu pumpen. Und ich mache das gerade so ein bisschen komplizierter, als es eigentlich sein müsste. Aber ich finde das cool, wenn du auf dem ganzen Planeten quasi die Lanes sehen kannst. Das macht mir irgendwie Freude. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin da vielleicht ein bisschen eigen, aber ich mag das gerne so. Wir gehen da jetzt an der Konstruktion vorbei und gehen da dann mit und dann da rein. Ach, das wird toll. So, ich brauche noch ein bisschen Eisen, glaube ich. Ja. Wir werden unverschämte Mengen an Förderbändern dafür brauchen. Die blaue Forschung machen wir als nächstes dann den Ausbau. Der kommt auch noch, weil da geht es jetzt schon. Das ist jetzt so ein bisschen das Nadelöhr gerade. Was ein bisschen schade ist. Da müssen wir auch unbedingt den Bereich hier ausbauen. Mehr ist es gar nicht. Der andere funktioniert da relativ passabel. Aber ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Aber ich finde tatsächlich die gelbe Forschung hier noch einen Ticken hübscher. Die jetzt auszubauen macht auch mit Sicherheit noch ein bisschen Spaß. Weil da ist ja viel zu tun noch. So, und wir gehen da eben, wie gesagt, hier mit. Dann hier rüber. Bis zu kurz vor dem Punkt hier. Da kommen wir auch mit. Dann hier rüber. Und dann gehen wir hier gerade durch. Da können wir dann auch eigentlich wieder runtergehen. Ungefähr bis auf die rote Forschung. Wie gesagt, das ist alles, das wird alles eher sogar noch ein Problem werden, das alles wieder abzubauen, weil die ganzen Förderbänder musst du ja erstmal im Inventar auch irgendwo Platz finden lassen, ne? So. Weitere Förderbänder bauen. Ja, aber wie gesagt, die blaue Forschung ist momentan das Problem. Das sollten wir auf jeden Fall. Das ist mir auch klar, dass das ein Problem ist. Die müssen wir auf jeden Fall dann noch verbessern, aber das werde ich jetzt Stück um Stück machen. Ich gehe jetzt mal, warte mal, wo kommt die Forschung? Da hinten hängt sie noch. Ich lasse mal ganz kurz hier mal ein bisschen den. Oh nein, jetzt habe ich meinen Tank irgendwo vergessen. Den finde ich nie mehr. So. So, jetzt komm, mach das letzte Ding noch, bitte. Ja, das geht aber mit den gelben Forschungsdingern. Ich meine, die sind jetzt nicht viel noch, aber hey, warum nicht? Energy Core ist ziemlich durch. Da kann ich ein bisschen Rohöl pumpen, oder? Oh nein, wir sind wirklich leer. So, pumpen mal schnell das rein. Okay. Gibt es eigentlich Neutronensterne oder schwarze Löcher in der Galaxie? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. So, die gelbe Forschung kommt. Und die muss ja hier quasi mit her. Und jetzt ist dann eher die Frage, wie wir das hier irgendwann müssen wir das umgestalten. Aber gut, wir könnten natürlich jetzt auch Folgendes machen. Ist eigentlich egal, ne? Wir nehmen das einmal hier rein und dann einmal hier rein. So.
wie gesagt, für den jetzigen Moment reicht uns das erstmal, dass es so funktionieren kann. Ey, Blackwing! Punkt. Die 13 ist voll grinsender Smiley. Ey, vielen, vielen, vielen lieben Dank für 13 Monate schon, Blackwing. Dankeschön für die Unterstützung. Dankeschön für den Support. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Danke. Sau lieb von dir. So. Okay, jetzt dauert es, wie lange es halt eben dauert. Und die Forschung hier können wir noch ein bisschen pushen. Da brauchen wir aber mindestens noch einen. Und dann brauchen wir, bis wir das andere Ding jetzt hier jetzt, warte mal kurz, das können wir jetzt auch noch fertig leiten. Ja, wir haben die blaue Forschung halt komplett leer gemacht, ne? Also da ist nichts mehr übrig davon. So. Okay, das ist fertig. Jetzt wollte ich noch eine Kleinigkeit hier hinten machen. Das Spiel zwingt einen quasi schon förmlich dazu, hier reinzugehen, ne? Also da hast du keine Wahl. So, diese Geschichte machen wir hier jetzt ein bisschen anders. Und zwar, wir legen jetzt folgendermaßen. Bis hier hinter. So, kriege ich das jetzt hiervon abgenommen noch? Nicht geil, aber geht. Das nehmen wir weg. Da kommen dann zwei Türme hin. Einmal der hier, einmal der hier. So, damit funktioniert das jetzt wieder wie gewohnt. So, das geht aber jetzt hier nicht. Okay. Wir brauchen einfach nur, Moment. Zwei davon. Einfach nur, um die Kapazitäten nochmal zu erhöhen. Und die sollen dann auch tatsächlich nur noch, die sollen gar nicht mal hier so... Jawohl, die könnten eigentlich schon zwischengespeichert werden. Könnte man hier auch schon machen. Ja, meine Energie ist schon wieder komplett lost, ne? Ich hol mal schnell Tankinhalt, ja? Ich gehe mal kurz bei der Tanke vorbei, organisiere mir ja einfach mal ein bisschen Sprit. Dann freuen sich alle. So. Okay. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Energie am Start. Und dann brauche ich hier nur noch ein paar Kleinigkeiten machen. Und dann ist das eigentlich erstmal safe alles. So. So, damit sollte die Forschung jetzt wieder deutlich stärker anlaufen. Weil da hing es ja tatsächlich nur daran. Genau, und jetzt läuft unsere Forschung generell auch ein bisschen schneller wieder. Gucken wir mal, was sagt die Forschung denn dazu? Ja, die ist komplett eingebrochen. Guck, zack, weg, abgesoffen. Da war nichts mehr übrig. Das lag an den blauen Dingers. Und die laufen jetzt natürlich deutlich besser nochmal. Gucken wir mal, ob wir wieder auf dieses Vorniveau kommen. Selbst die gelbe Forschung staut sich. Die ist auch mittlerweile schon überall da drin, ne? Also die ist jetzt hier überall schon eingelagert. Und staut sich jetzt schön zurück. Schaut dann später cool aus, wenn die dann über die ganze Lane geht, sozusagen. Aber wir sehen, hier ist natürlich einfach noch... Entweder dauert es noch und läuft dann weiter an, aber es könnte so aussehen, als würde es dann dauern und weiter anlaufen. So. Ah ja, hier prescht es gerade noch rein, ja. So. Jetzt laufen die alle auf Maximum Limit. Sehr gut. Ja, der bleibt jetzt auf einem relativ soliden Niveau. Man sieht das ja auch. Das ist jetzt nicht mehr wie gerade eben, wo gar nichts mehr ging. Ja, und das passt dann auch schon. So, unser neues Labor ist in Arbeit. Genau, Dark Puro schreibt es gerade, das hatten wir vor. Das dauert nur einfach. Das ist einfach die Produktionsdauer, die da noch ein bisschen hinten dran hängt. So, dann kommt das Ding nochmal hier oben drauf. So, bam. So, jetzt produzieren wir noch mehr. Das sollte sich auch ein bisschen noch hier niederschlagen. In einer Sekunde oder zwei. Ja.
Gut. Damit ist diese Forschung für die Mass Construction jetzt langsam durch. Und wir schaffen es aber mit der jetzigen Geschichte. Ich meine, man muss es so sehen, wie es ist, ne? Also die, wir werden noch mehr davon brauchen. Wir werden die Forschungen spätestens, wenn wir die Raumports haben, komplett umbauen müssen. Weil wir das so nicht mehr lassen können. Erstens ist es Unsinn, so lange durch die Gegend zu machen. Und zweitens ist es einfach ineffektiv, weil wir es nicht skalieren können schön. Wir werden das anders gestalten. Wir werden dann einen Spaceport zum Beispiel haben, der nur auf die blaue Produktion geht. Einen, der nur auf die gelbe, einen, der nur auf die rote geht. Produzieren dann in eigenen Fabriken und schippern das dann auf einen Spaceport, der alle Forschungskügelchen hier anfragt und dann an einer Lane sozusagen an allen Forschungsinstitutionen vorbei arbeitet. Ne? Und dann kriegen wir das dann so hin. Momentan ist es halt so, dass einer wenigstens so halbwegs funktioniert. Also ein Turm funktioniert, der andere halt nicht. Vielleicht machen wir kurz nach den Solar-Dingern eine kleine Pause, dass ich das einfach mal ein bisschen akklimatisieren kann. Müssen wir mal gucken. Was baust du gerade? Aktuell bauen wir gar nichts. Wir haben nur ein bisschen optimiert, dass unsere Forschung auf einem höheren Level läuft. Wie gesagt, das, was jetzt ist, ist Blödsinn. Das hilft nichts. Später machen wir die Forschung, machen wir das dann alles über Logistik. Schön mit Raumschiffen, die durch die Gegend fliegen und dann 200 Forschungspakete auf einen Schlag anliefern, sowas in die Richtung. Koblu noch da. Koblu ist tatsächlich schon los. Der hat, hat die Mama morgen Geburtstag. Das muss schon drin sein. Die Chips lassen schon wieder nach. Ja, aber es reicht tatsächlich. Für das, was wir jetzt... Ja, nicht ganz. Wo ist das Problem jetzt? Ja, so geht's nämlich. Ja, hier oben ist der Engpass, ne? Hier oben ist der Engpass, meine Lieben. Ich schwören könnte, das könnte anders aussehen. So. Ja, die Produktion hier kommt nicht mehr ganz hinterher. Das sind alles so... Das ist dafür eigentlich auch gar nicht ausgelegt gewesen, ne? Wir könnten natürlich jetzt auch Folgendes machen. Die Bänder auch schneller leer und der pumpt auch mehr hier rein. Das ist besser. So, der produziert jetzt auch wieder mit ordentlich Schmackes. Das heißt, der kann wieder voll arbeiten. Das heißt, der sollte nicht einbrechen in der Produktion. Ja, wie gesagt, das läuft jetzt so. Das läuft jetzt so ganz gemütlich dahin. Und das ist auch tatsächlich gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen, Freunde der Sonne. Hä? Was meint ihr so? Wir sind heute relativ weit gekommen. Also, man muss fairerweise dazu sagen, meine Lieben. Man muss fairerweise dazu sagen, das ist gar nicht mal so schlecht gelaufen. Also, ich hätt ehrlicherweise gedacht, dass es ein größeres Problem gibt. Dass es einfach tendenziell ein größeres Problem gibt. Die Multiplayer-Funktionalität, dass die nachlässt irgendwann. Aber das lief jetzt tatsächlich butterweich, oder? Mit Startschwierigkeiten, klar, aber so. Koblu war verbunden, der konnte spielen. Das ist ganz fein eigentlich. Jetzt gibt es ökologische Plastikkristalle. Ey, die schönsten der ganzen Galaxie produzieren wir. Die schönsten der ganzen Galaxie?